Willkommen zurück zum Let's Play Deus Ex Human Revolution. Ich hab mal wieder so richtig, richtig Bock auf das Spiel, obwohl ich jetzt schon seit über einer Stunde weitergespielt habe. Trotzdem. Unwahrscheinlich lustig. Es ist wirklich wahrscheinlich, weil ich voll OP bin. Nee, weil es dieser Durchlauf echt super war bis jetzt. Warte mal, dreh dich mal ein bisschen um. Möchte ich ein bisschen anders hochheben. Mal gucken, ob hier einer ist. Nein. Gerade jedenfalls nicht. Ich laufe mal so. Für den Fall, dass da plötzlich jemand auftauchen sollte. Dum, dum. Wow, wow. Nein, ich wollte doch nur absetzen. Bitte halt das ja aus, okay? Bitte halt das aus. Wo ist ein anderer Typi? Hä? Ernsthaft? Wo ist denn der andere hin? Ich bin verwirrt. Hier ist doch nur der eine, ne? Ist der andere auch schon tot? Tatsache. Oh mein Gott, wie geil. Beim ersten Mal bin ich direkt gestorben. Jo, ich lass den... Oh, nein, verkehrte Taste. Wie cool ist das denn? Ich habe damals beim ersten Mal übelst versagt an der Stelle. Und gut, ich bin auch wirklich von der anderen Stelle gekommen, was ich eigentlich vorgehabt hatte. Wie eine Eins steht so. Das habe ich ja diesmal überhaupt nicht gemacht. Ich habe ja diesmal mir das geholt. Und hierher gebracht, extra. Hier sind keine Leute drin, ne? Im Flur zumindest nicht. Aber hier. Hallo! Aber ich hoffe mit normalen Waffen. Oh, ich habe die verkehrte Waffe, fällt mir gerade auf. Die hatte ich so nicht geplant. Ich wollte eigentlich die Schrot nehmen. Na komm. Weil ich für die Schrot doch so viel habe an Munition. Da merkt man, welche Waffe ich bis zum Schluss genommen habe. Oh. Aber schön das Bein wegknicken, ne? Nein! Gar kein E mehr gedrückt und trotzdem macht es dreimal hintereinander. Wo führt mich dieser Schacht hin? Es ist verlockend, diesem Schacht zu folgen. Folgen zu wollen, vor allem. Ich habe irgendwie zwei neue Codes und hier stehen zwei Dinger. Nein, dafür habe ich schon mal keinen Code gefunden. Und da aber für. Kebla. Ist da irgendwas? Oh, ein neuer Code habe ich. Einen neuen Code habe ich bekommen. Aber immer noch nicht den für den, ne? Ja, gut, dann hacke ich das einfach. Ich habe sonst nichts zu tun. Zugriff gewährt. Was heißt hier Jensen Adam? Was? Okay, die haben wirklich Sharon Namir, Megan Reed, Koss. Die ganzen Daten von den anderen Leuten ist hier. Sind dort drin. Also die haben uns echt ausspioniert. Und ganz genau geplant, wen sie mitnehmen wollen und wen nicht. Betäubungs... Ach, das ist nur das Betäubungsgewehr. Nee, ich gehe erst in den anderen Raum, der da ist. Der dort ist. Vielleicht habe ich da ja... Ah, genau. Wollte ich gerade sagen, den Code dafür bekommen. Ach, wahrscheinlich hätte mich der Lüftungsschacht auch nur hierher geführt.
Habe ich davon? Achso, das ist ja schon. Okay, okay, okay. Okay. Und ich teste es und... Ja. Hier ist die Bestätigung. Definitiv die Bestätigung. Ich muss mal nachladen. Los, lad nach. Lad nach. Ist jetzt nicht, weil die Fraps wieder einbrechen, oder? Weswegen du gerade nicht so nachladen willst. Ja, beruhigt euch, beruhigt euch. Ja, kommt, stabilisiert euch wieder, stabilisiert euch wieder. Hallo, ich muss die Leute irgendwie unterhalten, das bringt nichts, wenn ich einfach nur hier blöd sitze, hocke in einem Schacht. So, ich bin jetzt, weil die Frames nicht wollten, von alleine rausgegangen. Ich gehe mal hier runter. Aha, da ist sowas. Hab ich den Code für? Gewusst wie, ne? Da ist auch noch Dings, aber nein, das, da will ich noch gar nicht hin. Das ist noch böse, das brauche ich erst später. Wenn halt das Ablenkungsmanöver läuft. Dann glaube ich, brauche ich das erst. Was habe ich hier? Ein PDA? Oh, warum ein PDA? Bestimmt mit dem Code von der anderen Seite. Viel zu viel. Ja. Ja, ich habe wirklich einen neuen Zugangscode. Okay. Ja, naja, jetzt ist die Tür jedenfalls offen. Ein Energieriegel, dafür hat es sich doch gelohnt. Der ist auch schon so offen. Oh, noch ein PDA. Wieso liegen hier so viele PDAs rum? Die haben echt keine Angst davor, dass hier jemand einbricht und die ganzen nehmen könnte, um sich so Zugang zu verschaffen zu anderen Sachen, Türen etc. pp. Ist ja auch unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Hier war ich. Ich will hier lang. Hier in der Tür ist noch einer. Das wäre jetzt peinlich geworden, wenn ich dadurch gestorben wäre. Oh, er hat coole Musik an. Da, da, da. Ach, wir sind in der Küche. Ach, der hat gerade Pause gemacht. Jetzt haben wir ihn bei der Pause gestört. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich bin normalerweise echt nicht so ein Pausenstörer. Was ist denn hier los? Ja, lasst mal los. Gibt's hier nicht noch irgendwie... Ach, das ist ja meiner. Hä? Und wo ist jetzt der Typ? Ich habe alles durchgeguckt. Wo ist denn jetzt der Typ? Der ist auch nicht hier. Hä? Bin gerade echt verwirrt. Oder muss ich vielleicht doch mit dem Aufzug fahren? Vielleicht muss ich ja doch den Aufzug benutzen. Wo war der denn nochmal? Bin mir gerade echt nicht sicher, aber ich guck mal auf die Karte gerade. Dann kann ich das hier nämlich auch gleich wegmachen. Ja, der ist wirklich unten. Da. Oh Mann, da hätte ich ja Ewigkeiten suchen können hier auf der Ebene. Okay. Boah, ging noch schnell. Aber hier ist niemand, oder? Hallo, geht es euch gut? Ich nehme mal euer Schmerzmittel, ihr braucht das gar nicht. Ihr seht schon gesund genug aus. Ey, lass mich durch. Da drinnen ist er irgendwo. Das ist ein Raum, wo nichts ist. Hier ist hier in dem Raum irgendwas. Hallo, hallo. Hier sind überall Patienten.
Die haben überall wahrscheinlich bei denen den Bioschip ausprobiert oder so. Keine Ahnung, was die mit denen gemacht haben. Ich weiß gerade gar nicht, ob eine Cutscene kommt oder nicht. Nein, ich lasse mich mal überraschen. Nein, es kommt keine. Hallo. Buh. Adam? Adam Jensen? Heiliger Bimbam. Was ist denn mit Ihnen passiert? Tja, ich habe überlebt. Ich bin hier, um Sie abzuholen, Dr. Ferti. Ich habe Vasili gesagt, Seraph würde nicht aufgeben. Sevchenko ist tot, Dr. Ferti. Tut mir leid. Das dachte ich mir. Eines Tages war er weg und Sie sagten uns nicht, warum. Wir hatten Angst, also konzentrierten wir uns auf die Arbeit. Sie zwangen mich, ein Signalmuster zu entwickeln, das Software-Upgrades direkt an die Implantate eines Menschen sendet. Upgrades? Wofür denn? Das kommt ganz auf die Codierung an. Sie sagten, sie würden die Effizienz an Kliniken steigern. Aber das ist nicht das einzige Anwendungsgebiet. Bei weitem nicht. Ich verstehe. Dr. Ferti, wir müssen Megan aus der Isolation holen. Ich weiß auch schon, wie wir die Wachen ablenken. Mit 3 Laborunfällen. Sie gefallen mir, Junge. Wenn Nia und Eric mitspielen, könnte es funktionieren. Aber was ist mit dem Timing? Das ist entscheidend. Überlassen Sie das Timing mir. Warten Sie einfach auf mein Signal. Sie vergessen da eine Kleinigkeit, Junge. Die können unsere GPL-Signale orten. Ich weiß, aber ich hatte gehofft, Sie hätten eine Lösung. Sevchenkos Virenprogramm? Natürlich. Ich hätte Sie nicht unterschätzen dürfen. Vasili gab es mir, bevor er verschwand. Hier, laden Sie den Virus auf den zentralen Sicherheitscomputer. Er wird Ihre Scanner stören. Ich hätte es ja selbst getan, aber ich bin nur ein Wissenschaftler. Verkaufen Sie sich nicht unter Wert, Doc. Okay. Ja. Wer steckt hinter all dem, Doc? Der Entführung, dieser Einrichtung? Keine Ahnung. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass ich seit 6 Monaten hier bin. Man möchte meinen, dass irgendetwas durchsickert. Aber wenn es nichts mit der Forschung zu tun hat, kriegen Sie nichts aus den Typen raus. Klingt, als wären die Wachen gut ausgebildet. Aber wie schaffen Sie es, dass die anderen Wissenschaftler nicht reden? Nun, am Anfang haben sie uns gedroht, damit wir für sie arbeiten. Vasili hat das gleich durchschaut. Er meinte, sie würden uns brauchen. Aber das war wohl nur bis zu einem gewissen Punkt so. Diese Schweine. Dr. Sevchenko kannte die Risiken und hat sie akzeptiert. Das hat er. Gehen Sie, Junge. Setzen Sie Ihren Plan in die Tat um. Erteilen wir diesen Wichsern eine Lektion. Ich erteile gleich meinen Computer eine Lektion. Na ja, es hat sich wieder eingekriegt. Mal gucken, für wie lange. Sagen Sie, wo ist dieses Sicherheitsterminal? Laut Vasili führt ein Tunnel hin. An der Rückseite der Anlage, glaube ich. Aber die genaue Stelle müssen Sie selbst finden. Keine Sorge, ich weiß, wo die ist. Sobald ich den Virus hochlade, geht's los. Ich schicke Ihnen eine Vibration auf Ihr GPL. Seien Sie bereit. Verstanden, Junge. Aber seien Sie vorsichtig. Ja, natürlich. Wir sind immer vorsichtig. Also, hin und wieder. Okay. Ist hier auch ein Fahrstuhl? Ja, dann würde ich nämlich gleich hier... Einfach... Hier ist... Das sieht nicht schön aus. Kühlkammer und so weiter und so fort. Nein, da muss ich durch denselben Fahrstuhl, wie ich gekommen bin. Nehme ich mal ganz spontan an. Habe ich mittlerweile eigentlich Praxispunkte? Mal teste ich gleich, wenn ich im Fahrstuhl bin. Obwohl der ja gar nicht mal so lange braucht zum Hochfahren. Verkehrt? Nein, ich habe gar keine... Oh Gott, ich habe keine Praxispunkte. Ich bin so aufgeschmissen ohne Praxispunkte. Okay. Ich habe schon wieder... Kommt die... Ah! Oh Gott, hat mich das gerade erschreckt. Ich dachte, was? Da ist noch wer? Wie kann das sein? Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich noch meinen kleinen Freund mitnehme, aber nee. Brauche ich nicht. Hoffe ich. Nee, das wird schon klappen.
Das wird schon klappen. Da kenne ich nämlich auch noch einen kleinen Trick, der ganz praktisch und hilfreich ist und so. So, wir müssen jetzt jedenfalls hier lang. Und hier rum. Hier gibt es auch noch einen kleinen Roboter, aber da haben wir schon gesorgt, dass der uns mag. Dass er uns nichts tut, das ist auch ganz gut. Der ist nämlich auf die Feinde eingestellt, das ist nämlich noch viel besserer und extrem praktisch. Hier gibt es noch ein paar Gegenstände. Ein paar viele Gegenstände. Armbrust, Bolzen, Lasergewehr. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit für das Lasergewehr oder ein Dämpfer, aber ich kann nichts davon mitnehmen. Ich habe viel zu viel. Aber ehrlich, 725 Schuss für das Dings, das reicht ja wohl, oder? Für das Sturmgewehr noch nicht so viel. Ist hier noch irgendwas? Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Nein, 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 scheint nichts zu sein, scheint nichts zu sein. Jo. Jetzt muss ich kurz aufpassen. Da ist nämlich noch eine Kamera. Und hier an der Seite ist nämlich noch ein kleiner Roboter drin. Der ist noch nicht draußen am Rumlaufen. Der ist noch drin. Und solange ich die Kamera nicht aufmerksam auf mich machen lasse, bleibt die auch noch dort. Bleibt er auch noch dort drin. Da, wo wir nämlich hin sollen, können wir dann, wenn ich mich recht erinnere, das nämlich noch umstellen, sodass er uns auch freundlich gesonnen ist, beziehungsweise auf Gegner eingestellt ist. Was im Endeffekt ganz, ganz, ganz enorm praktisch ist. So, Kamera. Schwenkt wieder zurück. Das wäre nämlich sehr unangenehm. Ich muss mich jetzt quasi erstmal hinter die Kamera schleichen. Puh. Das war knapp. So. Okay. Oh. Oh, Minenmatrix. Oh, ich weiß nicht, ich habe keine so schönen Sachen dabei. Ich werde erstmal, glaube ich, hier das machen. Oh, ich habe keinen Code dafür. Absolut keinen Code. Das ist aber echt enorm schade. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-dum-di-dum-dum-di-dum-dum-di-dum-dum-di-dum. Oh, ich habe voll viel Zeit. Zugriff gewährt. Jo, hier können wir die Kamera ausschalten und hier können wir auf Gegner machen. Guck mal, jetzt öffnet sich das, man sieht's ja. Jetzt wird er nämlich draußen rumlaufen und alle anschließen, die ihm jetzt so eingestellt sind, ne? Ich mach mal kurz einen kleinen Schnitt, weil ich gerade wieder nicht weiß, wie viel Zeit vergangen ist und ob ich das jetzt noch mit dem hier mache oder das erst im nächsten Part. Definitiv machen wir erst im nächsten Part mit Hilfe dieses Laufwerks den Virus drauf und gucken dann hier mal so, was passiert. Das ist eigentlich sehr schön anzusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, eure Tai.